Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Assassin's Creed. ich muss mal eben kurz auf die Karte gucken, was wir jetzt hier noch veranstalten können. Hab das Spiel jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr gespielt. Und ja, wollen wir mal gucken. Wir haben noch Bürger retten. Wir haben noch diverse Aussichtstürme. Und dann würde ich sagen, machen wir heute mal die Aussichtstürme fertig. So, ich will nur hoffen, dass die Videos nachher alle laufen. Ich habe nämlich momentan leichte Probleme damit, dass von mir hochgeladene Videos überhaupt nicht funktionieren. Beziehungsweise immer irgendwelche Fehler auftreten und ich die dann nochmal neu hochladen muss. Keine Ahnung warum. Ja, hüpfst du da wohl hoch? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich will hoffen, dass das bei diesen Teilen hier nicht so der Fall ist. Nee, Moment. Wurfmesser habe ich leider nicht. So. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert, wenn ich hier untertauche. Schert euch fort! Ohne unsere Hilfe? Ihr seid hier nicht erwünscht. Strecke dich nieder. Ey, du fällst da jetzt runter. Wo verkriecht ihr euch? Dann wollen wir uns mal eben kurz ein bisschen verstecken. Kann ich doch nichts für, wenn du da runterfällst. Na, verflucht, ich weiß nicht, wo er hin ist. Jetzt ist er von alleine runtergesprungen. Um da neu zu spawnen? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ihr habt... So, der sollte hinüber sein. Irgendwo höre ich doch hier wieder was. Egal. Wir haben uns von Gott abgewendet. Und so straft er so, uns. Hier hoch. Sendet Horden heidnischer Krieger, um sich vor unseren Toren zu sammeln. Doch Gott ist auch gnädig. Gucken, ob hier oben noch einer rumsteht. Nö. Wir müssen nur darum bitten. So. Hoch mit dir. Und synchronisieren. Ist ja auch so eine kleine Nebenmission, dass man sämtliche Wachtürme hier besteigen muss. Aussichtsturm 3 von 11. Was ist denn das auf der Karte? Was ist das? Ah ja. Da kümmern wir uns später drum. Ich will jetzt erstmal nach dahin weiter. Bürger, bleibt stark in eurem Glauben. Möge der Weg auch steinig und der Prüfungen viele sein. Bam. Wie gesagt, die Herausforderungen, die mache ich später. So, jetzt erstmal hoch mit dir. Auch diese ganzen Bürgerretten-Missionen, die mache ich irgendwann später. So, jetzt kletter da mal hoch. So, da ist der nächste Aussichtsturm. So, wie komme ich denn da jetzt am geschicktesten rüber? Versuchen wir es mit Anlauf. Du dreckiger Dieb! Halt! Dafür ihr dürft nicht passieren! Aus dem Weg! Du solltest doch nicht da runterspringen! Glaubst du, du könntest mir entfliehen? Na, wo ist er? Hey! Lass ihn nicht entkommen! Hey, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. Ganz ruhig. Damit kommt er nicht davon. Ganz ruhig. Hallo, dreh dich mal um. Stell dich seinem... Ich stell mich hier nieder. Ihr könnt mir nicht entkommen. Ja, dann komm doch her.
Wenn ich dir nicht entkommen kann, dann kommst du halt her. So. Ich hüpfe dann mal hier kurz rein. Von ihm, was ist das für eine komische blaue Wand? Jetzt nachgucken. Ach so. Also das ist quasi die Wand, die den Stadtteil hier abschottet. So. Wo steht denn jetzt dieser komische Aussichtsturm? Mal eben kurz eruieren. So, darf ich jetzt langsam wieder rauskommen? Ich glaube schon. Was seid ihr so? Was habe ich euch getan? Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. So, hoch mit dir. Da muss ich anscheinend hoch. So komme ich da nicht rüber. Du dreckiger Dieb. Dafür hacke ich dir die Hände ab. Tut doch jemand etwas? Also manchmal ist die Kamerasteuerung echt ein bisschen buggy. Bitte. Stirb, du Dieb. Die Sarazenen werden von uns ausgemerzt. Wir warfen sie aus Akon. Ist hier jemand? Nö. Sie aus den umliegenden Landen. Nun ziehen sie sich in den Süden zurück. Und hoch da. Na, ich will da hoch. Na, ja, geh doch. So. Einmal eben synchronisieren. Okay, ist da jetzt auch die blaue Wand weg? Mal gucken. So, runter mit dir. Ein wenig Geld? Nee, habe ich gerade nicht. Ich sehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur um ein paar kleine Münzen. Ich hab aber nix. Seltsam. Warum macht er das? So, hier hoch. Himmel, was tut er bloß? Zu stehlen. Ja. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Hoch mit dir. Wo war denn jetzt hier der Bürger? Okay, da kann man sich mal getrost fallen lassen. Nee, es müsste hier sein. Du dreckiger Dieb! Dafür hacke ich dir die Hände ab! Hilfe! Kann mir den Bruder helfen! Lass mich gehen! Ich habe nichts getan! Ich verstehe nicht, was er damit erreichen will. Haltet euch fern von mir! Ich strecke dich nieder! Bin ich denn kommen? Ja, dann kommt ihr doch mal hoch. Bewegung, verdammt! Dann kämpfen wir nämlich hier schön auf dem Dach. Denkst du, du kannst mir davonlaufen? Ich laufe hier niemanden davon. Schon weiß, was du tun kannst! Ich möchte Trosch in der Zeit! So. Ich schmeiße mal kurz vom Dach, ich auch. Ja, oder ich schmeiße dich gegen die Wand. Oder so. Hallo. So, dich habe ich mal in der Mitte gespalten. Und dich habe ich auch kaputt. Moment, wo war denn die Dame jetzt? Oh nein, wie schrecklich. Ja. Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren. Das ist schön. Ah. Was seid ihr denn für welche? Ich muss weg. Hallo. Hallo. Na, dann hau ich euch heute ein bisschen was. Komm her. Hallo. Ich glaube, ich habe hier gerade ein kleines Problem. Ich glaube, ich bin leicht kaputt. Mist. Mist. Mist.
Wenn sie entdeckt wurden, schlagen sie Haken oder klettern sie über... Ja, konnte so schnell nicht wegrennen. Das war das Problem dabei. Außerdem durfte ich hier anscheinend nicht hochklettern. Schaut, schaut, was macht er da? Er klettert. So. Da ist der nächste Turm. Ja. Nehmen wir wieder den Weg übers Dach. Klar, hättest du auch genauso gut eben auf die Treppe springen können, bis auf die Leiter. Fehler, Fehler, Fehler. Ja, da will ich ja gar nicht hin. So. Geht, doch... Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Wo ist er denn? Du Heide. Ja. So. Ich will da jetzt rüber. So, hier darf ich auch vernünftig hochklettern. So, wo ist denn jetzt hier der Balken? Ist das überhaupt der richtige Turm? Ja. So, hoch mit dir. Und synchronisieren. Bin mal gespannt, wann wir die nächsten Stadtteile freigeschaltet bekommen. Was ist das? So, dann nehmen wir doch die Informanten-Herausforderung mal eben mit. Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Ich hab doch kein Geld. Ich brauche Essen, ich habe Hunger, nur ein paar Münzen, ich flehe euch an. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Okay, dann wollen wir den mal als Ziel erfassen. Aber ich gehe hier erstmal die Treppe runter. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Ich hab nichts. Lasst mich in Ruhe. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Nein. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. Ich hab doch keine. Jetzt geh weg. Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Dass sie einen auch nicht in Ruhe lassen können. So, ich setze mich hier mal kurz hin. Wo haben wir denn jetzt unseren Informanten? Müsste irgendwo da rumlaufen? Okay, so weit entfernt. Wo ist der denn? Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, seid ihr blind? Bitte. Mein Gott, ihr Wo müsst der? Vorsichtiger sein. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur um ein paar kleine Münzen. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Lass mich in Ruhe. Nein, bitte lass geht mich nicht bitte Oh, ist das nicht Altair? Bitte. Erinnert ihr euch? Ich lernte mein Handwerk zur gleichen Zeit wie ihr. Keine Erinnerung, was? Aber egal. Al-Mualim hat mir einen Auftrag gegeben, der eine große Ehre für mich ist. Ich muss euch testen. Welche Freude. Ich habe Flaggen in diesem Gebiet versteckt. Findet sie und bringt sie zu mir. Seid schnell. Schade, dass der Alte mir befahl, euch zu helfen, falls ihr erfolgreich seid. Was? Meine Familie ist sterbenskrank. Fahnen? Komm, runter da. Gib mir doch ein bisschen Geld. 4 Meter, was? Nein, wo sind die? Kann ich nicht gucken? Ach so. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur um ein paar kleine Münzen. Nein, ich weiß, das werde ich jetzt beim ersten Mal wahrscheinlich verkacken. Münzen, bitte. Weil ich ja erstmal gucken muss, wie diese blöden Dinger aussehen. Warum würde jemand so etwas tun? Bin ich mir auch nicht sicher. So, hier muss irgendwo eine sein. Na. Ich werde so dermaßen verkacken. Da oben. Na. Dann lass dich doch mal fallen, du.
Meine Güte. Da. Ja, hoch. Komm runter. Was runter. Die Richtung ist die nächste. Ob er wohl einen Grund für seine Tat? Nein! Ja, seltsam. Warum macht er das? Na. Ich hab eine Berufung. Ah, Manno! Bitte, guter Herr, tut das nicht wieder. So ein seltsamer Kampf. Wenn er daneben springt, kann ich da ja nichts für. Was für ein Narr! Da ist noch eine. Ihr wagt es, vor meinen Augen zu stehen? Nein! Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Ich nicht. Schaut, schaut, was macht er da? Soll ich denn da jetzt rüberkommen? Ihr wagt es, vor meinen Augen zu stehen? Er denkt sich gar nichts, aber er hat nur noch 39 Sekunden für keine Ahnung wie viele Flaggen. Nein! Ah, hallo! Das kann schon etwas nervig sein, ja? Du dreckiger Dieb! Dafür hack ich dir die Hände ab! Dieb! Das wird dich lehren zu stehlen! Nein, nicht da reinhüpfen! Hallo! Dafür hack ich dir die Hände ab! Nein! Ich glaube, das werde ich nochmal machen müssen. Ihr wagt es, vor meinen Augen zu stehen? Nein! Der verdammte Narr hat wohl ihr Verstand verloren. Eines! Dafür wirst du bezahlen! Ja. Ihr steht mir im Weg! Ihr steht mir im Weg? Lasst mich doch mal in Ruhe hier. Bewegung! Oh, jetzt reicht's mir. Will er etwa gegen uns kämpfen? Ich bin viel besser, als du je sein wirst. So, jetzt schmeiß ich die erstmal alle weg. Hallo. Ah. Oh, irgendwie ist heute nicht mein Tag. Hallo. Nein. Weg mit dir. Ihr hallo! Nicht entkommen. Schmeiß mich hier nicht durch die Gegend. Hallo! Mit mir, du da! Oh. Oh. Der kann doch nicht weg! Du Knallschoten, ey! Das bringt mich nicht zum Lachen! Das muss ich mir nicht anschauen! Ah, toll! Was ist denn heute los, verdammt? Wurden Sie entdeckt, stoßen Sie die Leute aus dem Weg um ihn. So, wo bin ich denn jetzt hier? So, er wieder mit seinen Flaggen. Bitte, Herr, das versuche ich jetzt noch einmal. Meine Familie ist sterbenskrank. Hallo? Oh, ist das nicht Altair? Ja. Erinnert ihr euch? Ich lernte mein Handwerk zur gleichen Zeit wie ihr. Keine Erinnerung, was? Aber egal. Al-Mualim hat mir einen Auftrag gegeben, der eine große Ehre für mich ist. Ich muss euch testen. Welche Freude! Ich habe Flaggen in diesem Gebiet versteckt. Findet sie und bringt sie zu mir. Ja. Seid schnell. So weit schade, waren dass wir auch der Alte schon. Mir befahl, euch zu helfen, falls ihr erfolgreich seid. So, mal gucken. Die erste war da vorne. Ah. Was macht der da? Hallo. So. Warum würde jemand so etwas tun? Du sollst da hoch. Was tut er? So. So. Na. Hier jetzt nicht runterfallen. Stirb, du Dieb! So, hier lasse ich mich mal eben fallen. So. Hier jetzt
Ja, das geht doch schon mal. Na. So, hier muss ich wahrscheinlich hier das Fenster hochklettern. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Jawohl. Dieb. Das wird nicht leer. So, wo ist die nächste? Dafür hack ich dir die Hände ab. So, das sieht doch schon mal wirklich besser aus. Dafür hack ich dir die Hände ab. Da. Hä? Wann wird er nur mit diesem Unsinn aufhören? Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Na, hoch mit dir. So. Da ist noch eine. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Und da ist noch eine. 19 von 20. Ja, jetzt habe ich auch noch gut Zeit. Warum macht er das? Krank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Na, wann sollte er da erstmal runterhüpfen? Grund für diesen Unfug? Das ist kein Unfug. So. Zurück? Ich bin beeindruckt. Ich werde meine Meinung über euch nicht ändern. Aber da Al-Mualim befiehlt, sage ich euch, was ich über euer nächstes Ziel weiß. Garnier versteckt sich in der Festung der Hospitaliter. In diese Festung einzudringen erfordert Gerissenheit. Das ist alles, was ich habe. So. Wie gesagt, das war jetzt teilweise einfach mal ein Steuerungsbug. Da ich in einigen wirklich schon in die richtige Richtung gesprungen bin, eigentlich war ich der Meinung. Jedenfalls, habe ich den Stick in die richtige Richtung gehabt. Was ist das hier? Ja. So, den Aussichtsturm hole ich mir jetzt noch eben und dann soll es auch das auch für heute gewesen sein. Na. Ah. Na, ah, Mann, oh. Wie gesagt, irgendwie ist heute der Wurm drin. Alles fing damit an, dass der heutige Teil bei YouTube nicht richtig funktioniert. Ah. Gibt halt Tage, da wäre man einfach besser im Bett geblieben. So, 35 Meter, ich sehe ihn ja schon. Ist da eine Wache? Bitte helft mir! Hilfe! Stirb, du Dieb! Nein. Stirb, du Dieb! So, hoch da. Ja. Einmal um den Turm rum. Stirb, du Dieb! Halt! Ihr dürft nicht passieren! So, synchronisieren. Der zieht doch jetzt nicht ernsthaft auf mich. Das wird dich lehren zu stehlen! Tote Assassinen! Ich muss weg. Hallo. Das wird dich lehren zu stehlen. Hallo. Dreckiger Dieb. Und tschüss. Dreckiger Dieb. Doch jemand hat mir hack ich dir die Hände ab. Ich versteck mich hier nochmal kurz. Stirb, du Dieb. Stirb, du Dieb. Bitte, nicht los. Bitte. Ich war mir sicher, dass er hier irgendwo ist. Ja, das ist doch schön. Dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle einen kleinen Cut. Und dann würde ich hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und da läuft es dann vielleicht auch ein bisschen besser als in diesem Teil. In dem Sinne, bis dann, tschüss. Das wird dich lehren zu stehlen.